Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder in Ostmarsch und ja, in der letzten Folge hat man uns ja gesagt, dass an zwei Stellen angegriffen wird. Und wir sind jetzt an der zweiten Stelle angekommen und müssen mit dem Hauptmann sprechen. Es wird Zeit, dass Windhelm jemanden schickt. Warum habt ihr so lange gebraucht? Mera Sturmmantel hat mich geschickt. Nur ihr? Ich hoffe, ihr seid härter, als ihr ausseht. Entschuldigt, ich möchte nicht undankbar klingen, aber wir haben hier Probleme. Ja, das dachte ich mir schon. Die Sturmfäuste kamen aus dem Nichts und haben uns gezwungen, uns aus der Feste zurückzuziehen. Wir sind geflohen, so wie Leutnant Korni und einige ihrer Soldaten. Ich weiß nicht, was die Sturmfäuste wollen, aber wir haben diesen Clan hier seit fast 10 Jahren nicht mehr gesehen. Wie kann ich euch helfen? Korni hat eine Nachricht geschickt. Sie plant, sich in die Hauptkaserne zu schleichen. Wenn ihr die Soldaten befreien könnt, die während der Schlacht gefangen genommen wurden, dann könntet ihr danach den Leutnant unterstützen, wenn sie versucht, die Kaserne zurückzuerobern. Ich werde die gefangenen Soldaten befreien und Korni bei der Kaserne treffen. Viel Glück bei der Befreiung unserer Soldaten. Ich bleibe hier und warte auf die Ablösung aus Windhelm. Ich habe ein paar Fragen, Hauptmann. Ich tue alles, um euch auf eurer Mission zu helfen. Aber wir müssen uns sputen. Was ist so besonders an der Feste Morvunskar? Die Hauptaufgabe der Feste Morvunskar ist es, die unter ihr liegenden königlichen Grüfte zu schützen. Die meisten unserer verstorbenen Herrscher liegen hier begraben, einschließlich unserer schmerzlich vermissten Königin Nurnhilde. Abgesehen davon hat sie keine wirkliche militärische Bedeutung. Wer sind die Sturmfäuste und wie konnten sie eure Feste einnehmen? Der Sturmfaust-Clan wurde seit fast 10 Jahren nicht mehr in dieser Gegend gesehen. Damals unterstützten sie den Verräter Fildgur. Aber bezüglich dessen, wie sie uns überraschen konnten, bin ich mir nicht sicher. Sie kamen aus dem Nichts. Trotzdem ist es eine Schande für uns, dass wir sie nicht aufhalten konnten. Wie plant ihr, die Feste zurückzuerobern? Ich wurde benachrichtigt, dass Leutnant Korni vorhat, die Hauptkaserne zu infiltrieren und den Anführer der Invasoren auszuschalten. In der Zwischenzeit muss ich hier darauf warten, dass Soldaten aus Windhelm eintreffen. Dann rücken wir vor und schließen zum Leutnant auf. Na gut, mit anderen Worten, ich muss mal wieder die ganze Arbeit alleine machen. Aber ist kein Thema, machen wir doch gerne. So, ich höre... Ach nee, ich wollte gerade sagen, ich höre Belagerungswaffen. Das ist natürlich Quatsch. Da steht schon wieder der Ebenerzpakt drin. Das ist so nervig. Rettet die Soldaten. Die sind... einmal da... Hallöchen. Endlich. Schnell. Bindet mich los. Ich möchte hier raus und ein paar Schädel einschlagen. Bitte sehr. Trefft Korni bei der Kaserne und haltet euch bedeckt. Nun gut. Ich werde keine Schädel einschlagen, ehe der Leutnant es mir befiehlt. Ich werde euch bei der Kaserne treffen. Nicht mich. Das sind die... Na gut, eigentlich sind es ja nicht die Vorräte von den Gegnern. Der Fall von Königin Nurnhilde, okay. So, die andere ist da oben. Aber hatten wir nicht hier hinten noch eine? Meine ich doch. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Es war nur ein bisschen blöd, da hinzukommen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, Basti, schön, dass du auch nochmal zu uns stößt. Kühne sei Dank. Ich dachte schon, der Hauptmann hätte mich vergessen. Lasst mich euch losbinden. Trefft euch mit Lieutenant, also Leutnant, wie auch immer, Korni bei der Kaserne. Ich bin auf dem Weg. Also, da muss man sich dran gewöhnen. Manchmal sage ich Lieutenant, manchmal sage ich Leutnant. Ich bin halt dieses Lieutenant gewöhnt. Und wenn aber einer vorher Leutnant gesagt hat, dann sage ich halt auch Leutnant. Deswegen... Ja, Tagebuch eines nordischen Soldaten könnt ihr euch gerne durchlesen. Viel ist ja irgendwie nicht in dem Tagebuch drin. So ist das Leben in Himmelsrand. Milchtrinkerin. Okay. Das fiel mir jetzt gerade so ins Auge. Dann haben wir hier unten noch einen, den wir retten müssen.
irgendwo. Na komm, dann machen wir dich noch kurz mit. Achso, ich wollte gerade sagen, da liegt ein Buch, aber das ist gar kein Buch. Das ist Nachtschatten. Hm, ich glaube, jetzt laufe ich doch falsch. Also ich laufe richtig zu dem Pfeil hin, aber ich meine, ich wollte erst was anderes machen. Aber ist egal. Der Tag ist unser. Ja. Genau. Haben Hauptmann Hammer und Leutnant Koroni endlich jemanden geschickt, um mich hier rauszuholen? Das wird aber auch Zeit. Ich kümmere mich um die Fesseln. Ihr müsst euch zur Kaserne schleichen. Alle versammeln sich dort. Danke. Ich bin auf dem Weg. Dann mal raus hier. Wir haben noch einen Punkt vor uns. Ich bin gerade am gucken, wo der war. Tiefer. Achso, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Huch. Genau da, wo eine ganze Meute Soldaten davor steht. So. Hallo? Wo kommst du denn jetzt her? Geht's noch? Also die Soldaten können das eigentlich nicht sein. So. Seid ihr gekommen, um mich zu töten? Na, dann gebt euer Bestes. Ich werde mich Fildgorn nicht beugen. Ich bin gekommen, um euch zu befreien. Steht auf und geht zur Kaserne. Danke, ich sehe euch dort. Nun steh auf, Junge. Los. Hopp, hopp. Schleich dich. Genau. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Sprecht mit dem Leutnant da oben. Lalala. Das sind unsere Leute. Ihr habt meine Soldaten gerettet. Dafür habt ihr meinen Dank. Ich helfe gern. Was kommt als nächstes? Wir sind bereit, die Kaserne zurückzuerobern. Ihr müsst euch für mich um den Kommandanten der Invasoren kümmern, den Lord namens Halsker. Findet seine Befehle. Wir müssen wissen, was hier vor sich geht. Sie sollten irgendwo an einem sicheren Ort versteckt sein. Nicht weit davon entfernt, wo ihr diesen Kerl findet. Ich werde mich um Halsker kümmern und seine Befehle finden. Ich hatte da so ein Gefühl bei euch. Gut zu wissen, dass ich mich nicht getäuscht habe. Nun folgt uns. Okay, machen wir. Du lässt hier meine Leute in Ruhe. Also nicht meine Leute, aber die anderen Leute. Da können wir nicht rum. Ich glaube, wir mussten auf einmal außen hier rum, oder? Ja, ja, man musste irgendwie unten rum. Durch gefühlt 20.000 gegnerische Soldaten. Das war... Oh nein, das können wir mitnehmen. Das gehört doch auch den Leuten. Wieso können wir das jetzt alles mitnehmen? Aber die anderen Sachen, die sind gestohlen. Gestohlene Sachen nehme ich auch gerne mit. Aber, ne, Basti meckert dann immer. Warum, weiß ich nicht. Also das ist so die Sache, weswegen Basti und hier die wie heißt sie nochmal? Aus Hochinsel. Und ich meine jetzt nicht Funke. Sind ja beide Tanks bei mir. Aber ich spiele beide ungerne, weil die halt so... Ja, hallo, geht's noch? Darf ich erstmal hier hochkommen vielleicht? Toller Empfang hier. Ich wollte auch noch was sagen. Weil die alle so übertrieben ritterlich in Anführungszeichen sind. Das ist halt richtig nervig, weil man nichts stehlen darf, ohne dass sie dann direkt hier Freundschaft kündigen, so nach dem Motto. Deswegen spiele ich mit den beiden auch nicht gerne. So, gib mir deine Befehle. Nein? Wieso kann ich... Ah, jetzt. Das ist wieder typisch T so. Man kann die Sachen nur kriegen, wenn man da drüber anvisiert und nicht direkt da drauf. Befehle an Halsgar, die haben wir auch noch. Benutzt den Tunnel. Die Soldaten des falschen Königs werden in Scharen ankommen. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich überfliege das Ganze nur so ein bisschen. Und seine Soldaten werden den Tunnel nie rechtzeitig finden, um uns noch aufzuhalten. Oh je, die wissen also gar nichts von dem Tunnel. Dann verstehe ich so einiges. Aber unser Hauptziel muss weiterhin sein, die Überreste zu finden und sie schnellstmöglich dort rauszubringen. Überreste? Nekromantie, oder was? Ich bin Nurnhilde, Königin der Nord. Ich bin aus Sovngarde mit einer dringenden Bitte zu euch gekommen. Was braucht ihr denn, Geist? Die Relikte, die ihr aus dieser Schatulle genommen habt,
wurden aus den königlichen Grüften unter der Feste Morwunska gestohlen. Was soll ich mit den Relikten machen? Bringt die Relikte an ihre angestammten Plätze in den Grüften dort unten zurück. Was solltet ihr denn sonst mit ihnen machen? Erledigt diese Aufgabe und ich werde auf ewig in eurer Schuld stehen. Normalerweise würde ich jetzt die Frage stellen, um einfach zu hören, was sie dann antwortet. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch die erste Antwort geben kann. Deswegen, ich werde die Relikte in die Gruft zurückbringen. Trefft mich hinter dem Gebäude am Eingang zu den Grüften. Ich werde dort auf euch warten. Ja, ich versuche ja immer das Richtige zu tun. Deswegen, hier muss ich auch noch Bescheid geben. Die Kasernen sind leer. Wie habt ihr euch gegen Halska geschlagen? Halska ist tot. Ich habe diese Befehle zusammen mit den Relikten in einer Schatulle gefunden. Zeigt diese Befehle mal her. Ich verstehe. Diese Hunde sind durch die Krypten gekommen. Dadurch konnten sie uns überraschen. Hier steht etwas darüber, dass ihr eigentliches Ziel unten in den Krypten liegt. Ich frage mich, wohinter sie wohl her sind. Und wir haben einen Schulterschutz bekommen. Laut diesen Befehlen klingt es so, als ob die Sturmfäuste etwas aus dem königlichen Krypten haben wollen. Und sie wurden sogar von Fildgor Orktane unterzeichnet. Das bedeutet, dass der verräterische Bruder des Skaldenkönigs zurückgekehrt ist. Was könnt ihr mir über die königliche Gruft erzählen? Nur das, was ich weiß. Die königliche Familie von Himmelsrand und ihre verehrtesten Diener sind dort unten beigesetzt. Nun, zumindest die Toten. Die Feste wurde gebaut, um die Krypten zu schützen. Es gibt da ganz sicher wertvolle Relikte, aber nichts, wofür diese Briganten zu viel riskieren würden. Diese Relikte waren in der Kiste mit Halsgards Befehlen. Nun, da habt ihr es. Diebstahl und Grabschändung. Trotzdem deuten diese Befehle an, dass noch mehr dahinter steckt. Vielleicht könntet ihr da hinuntergehen, diese Gegenstände zurückbringen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Der Eingang ist hinter diesem Gebäude. Ich bin sowieso auf dem Weg dorthin. Nur zu. Seht euch die Krypten an. Wir werden uns um die Dinge hier oben kümmern. Habt ihr diese Frau gesehen, mit der ich gerade gesprochen habe? Frau? Welche Frau? Ich habe gesehen, wie ihr Halska niedergestreckt habt. Dann habt ihr etwas aus der Schatulle genommen und lange innegehalten. Ich dachte, ihr würdet da oben nur kurz verschnaufen. Ein Geist ist mir erschienen, als ich diese Relikte an mich genommen habe. Nun, man sagt, dass es in den königlichen Gruften spukt. Die Soldaten erzählen sich Geschichten darüber, dass sie bei der Nachtwache seltsame Dinge sehen und hören. Aber wenn ein Geist eigens zu euch spricht, dann müssen diese Relikte etwas ganz Besonderes sein. Hat der Geist euch auch einen Namen genannt? Sie behauptete, Königin Nurnhilde zu sein. Königin Nurnhilde? Unsere geliebte Königin wurde vor 10 Jahren in der Schlacht gegen die Akaviri niedergestreckt. Ich würde allem genau zuhören, was Königin Nurnhilde zu sagen hat. Ihr seid wirklich gesegnet, meine Freundin. Warum erhebst du jetzt die Schwerter mir gegenüber? Ich wollte doch nur helfen. So, aber mal wieder ist meine Quest hier rausgezogen worden. Es ist wirklich nervig. Hinter dem Gebäude. Ich glaube, aber wir müssen hier rum, ne? Weil da hinten scheint mir alles zu sein. Komm, euch nehmen wir mal kurz mit. So. Da ist sie wieder. Ich habe auf eure Ankunft gewartet. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Die Relikte, die ihr geborgen habt, sind sehr wichtig. Als sie entfernt wurden, hat das die Draugre aufgeschreckt. Bitte bringt die Relikte an ihre angestammten Ruheplätze zurück. Seid ihr wirklich der Geist von Königin Nurnhilde? Wer sollte ich sonst sein, Sterbliche? Die jüngsten Ereignisse haben mich aus Sovngarde zurückgerufen, aber ich bin immer noch die geliebte Königin meines Volkes. Also, wolltet ihr nicht ein paar Relikte zurück in das Grabmal legen? Ich werde mein Bestes tun. Die erste Antwort klang mir irgendwie so ein bisschen, naja. Sie klang halt sehr arrogant, deswegen. Wir müssen ja nicht alle so arrogant sein. Ich wollte das noch im Wasser ist immer gut.
Oder irgendwelche Reagenzien oder so, die nehme ich immer gerne mit. So. Ich gebe ja zu, normalerweise laufe ich immer komplett durch. Oh, hier war doch ein Rätsel, wenn ich mich richtig erinnere. Diese Kammer enthält die Überreste der verehrten Mundschenke, die den Herrschern von Himmelsrand gedient haben. Also sollte ich den alten Nordkrug in diese Kammer zurückbringen? Ich glaube schon. Der alte Nordkrug verkörpert und ehrt jene Diener, die die undankbare Pflicht erfüllt haben, für die Bedürfnisse jeder Generation der königlichen Familie zu sorgen. Wisst ihr, von welchem Altar er genommen wurde? Alles, was ich sagen kann, ist, dass der Krug den Schlüssel enthält. Untersucht ihn sorgfältig und trefft eine weise Wahl. Wie kann ich den Krug dann untersuchen? Ich kann doch nur den Altar untersuchen, oder? Einfacher Altar. Dieser einfache Altar ist nicht verziert und nur mit einer bescheidenen Opfergabe von Salz und Mehl versehen. Würde für mich jetzt eigentlich klingen, als wäre es der richtige. Ich weiß jetzt nicht, wie der Becher aussah. Ich stell's mal hier drauf. Der Becher scheint auf den einfachen Altar zu gehören. Das scheint der richtige Altar zu sein. Sehr gut. Wir sehen uns in der nächsten Kammer. Okay. Nee, Moment. Ich muss irgendwie erstmal da hoch, glaube ich. Da und da, genau. Die sehen ja schon lustig aus, die Zombies. So. Das Buch, das ihr tragt, gehört auf dieses Podest. Allerdings wurde eine Sache. Kammer enthält die Überreste der Berater, die dem Thron gedient haben. Vertraute Ratgeber, Visiere und Schamanen sind hier begraben. Was könnt ihr mir über dieses Buch erzählen? Das Buch enthält eine Sammlung uralter Sinnsprüche der Nord. Wie ihr seht, wurde eine Seite herausgerissen. Doch es war nicht das einzige Buch, das beschädigt wurde, als die Sturmfäuste in dieser Kammer eindrangen. Ihr müsst die richtige Seite finden, um das uralte Buch instand zu setzen. Welche Seite ist denn die richtige? Lest das Buch und alle Seiten, die ihr finden könnt. Für jemanden mit eurer Erfahrung und euren Fähigkeiten sollte es doch ein leichtes sein, den Text einer herausgerissenen Seite mit einem Buch abzugleichen. Naja, ich bin mir nicht sicher. Wenn der Winter kommt, seufzte der alte Mann, weil er seinen Tod schon kommen sehen kann. Wir alle müssen trinken bis zum Abwinken, bis die Hoffnungen sinken und sich völlig ausklinken. Es scheint irgendwie der Anfang zu sein. Das Podest scheint ein guter Ruheplatz für die Wahrheit des Nordens zu sein. Ich sollte die fehlende Seite finden und das Buch hier ablegen. Das Buch ablegen, nachdem die feuchte Seite eingefügt wurde. Das ist nicht die richtige Seite. Okay, ich dachte, man könnte sie jetzt... Ja, ist okay. Ich dachte, man könnte sie jetzt einzeln einfügen. Broggo, der Kleine, hasste die Kälte. Er hasste die Hitze. Er mochte nicht einmal Tage, an denen es warm und sonnig war. Es war ein seltsamer kleiner Nord, aber genau das machte Broggo den Kleinen zu einem Helden. Eines Tages, gegen Ende des Winters, als der Schnee heftig und schnell fiel. Ich lese mal die anderen Sachen durch. Ich weiß aber doch gar nicht, was in dem Buch drin steht. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich meine, es war mal einfacher. Wenn der Schnee wiederkehrt und der Fluss wird zu Eis, verkriecht sich die Sonne vor der Kälte wie ein Greis. Der weiße Nord weiß, dass das Ende schon naht. Voll Ungeduld wartet er auf das Schicksals letzte Tat. Okay, ich sammle mal ein. Mein Kopf ist gerade ein bisschen Matsche. Jetzt muss ich wohl dazu sagen, ich habe auch gerade Migräne. Also wenn ihr jetzt sehen würdet, wie ich hier sitze mit Kühlakku auf dem Kopf und Kopfhörern darüber, es sieht schon sehr lustig aus. Fjocki hat sein singendes Schwert Liebhaber über den Kopf der Dunmer erhob, nicht hat. Ihr silbernes Haar leuchtete im Mondschein, als wäre es aus demselben Stahl gemacht wie die Klinge. Eine einzelne Träne rollte ihre ebenholzfarbene Wange herunter. Weint nicht. Ihr wusstet, dass ich nicht bleiben kann, flüsterte Fjocki. Und dann war er verschwunden. Es hört sich irgendwie alles so nach Kindergeschichten an. Ich weiß auch nicht. Kann ich nochmal mit dir sprechen?
Diese Kammer enthält die Überreste der Berater, die dem Thron gedient haben. Ja, das ist toll. Aber sie müsste doch was Neues jetzt drin haben, diese oder? Kammer enthält die Überreste der Berater. Was könnt ihr mir über das Buch erzählen? Das Buch enthält eine Sammlung uralter Sinnsprüche der Nord. Wie ihr seht, wurde eine Seite herausgerissen. Doch es war nicht das einzige Buch, das beschädigt wurde, als die Sturmfäuste in dieser Kammer eindrangen. Ihr müsst die richtige Seite finden, um das uralte Buch instand zu setzen. Lest das Buch und alle Seiten, die ihr finden könnt. Für jemanden mit eurer Erfahrung... Also sie sagt eigentlich wirklich was Neues. Achso, feuchte, trockene... Wie kann ich mir die denn durchlesen? Das ist jetzt die Frage. Wir probieren jetzt einfach mal. Trockene? Hervorragend. Trockene. Wer hätte gedacht, dass ihr Altnord lesen könnt? Kann ich nicht. Bleibt noch eine Kammer. Meine. Besorgt mein Amulett und... Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe. Ich gebe es zu. Ich dachte, ich sollte jetzt alle in einer gewissen Reihenfolge da reinmachen. Hab jetzt eins angeklickt, also sprich die trockene Seite, und war dann schon fertig. Also irgendwie, ja. So, letzte Prüfung. So. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt hier überhaupt nicht. Was ist los? Mein Leichnam. Die Krone von Fredis. Sie sollten beide hier sein, aber sie sind fort. Haben die Sturmfäuste euren Körper gestohlen? Nein. Die hier Bestatteten werden von magischen Abschirmungen geschützt. Jede Sturmfaust, die auch nur versucht hätte, meinen Leichnam zu berühren, wäre ausgelöscht worden. Nur jene von königlichem Geblüte könnten... Nein! Was ist? Mein Bruder. Kennt er denn gar keine Ehre mehr? Warum würde er so etwas tun? Fildgor. Geht, schnell. Vielleicht könnt ihr ihn einholen, ehe er entkommt. Ihr müsst meine sterbliche Hülle und meine Krone zurückbringen. Jawohl, Sir. Oder Madam eigentlich, ne? Wenn wir es richtig sagen wollen. Lasst niemanden an euch vorbei, Shukul. Deckt meinen Rückzug. Wir nehmen erstmal die Scherbe, wenn wir sie nicht amüsieren können. So, dann machen wir euch platt. Ihr kommt zu spät, Schwächling. Fehlt. So, wir müssen da rein, oder was? Ich würde sagen, da reiten wir dann nachher hin. Ja, wir müssen da rein. Okay. Ah, ihr seid zurück. Leutnant Kurnis Plan hat wunderbar funktioniert. Und sie sagt, sie verdankt euch ihren Erfolg. Gute Arbeit. Was ist hier geschehen? Während ihr in der Gruft wart, hat Kurni von der Kaserne aus einen Angriff auf die Eindringlinge begonnen. Eine Abteilung Soldaten ist gerade rechtzeitig aus Windhelm eingetroffen, um uns dabei zu helfen, die Feste zurückzuerobern. Das sind gute Nachrichten. In der Tat. Und danke für eure Hilfe, meine Freundin. Ihr seid hier jederzeit willkommen, solange wir die Feste Morwunska halten. Ich wollte gerade sagen, da ist aber doch noch eine andere Sache. Ich kenne das Herz meines Bruders nicht mehr, aber ich kenne eures. Obwohl Fildgor mit meiner Krone und meinen sterblichen Überresten geflohen ist, habt ihr heute einen großen Dienst vollbracht. Ich werde euren Leichnam und eure Krone finden. Außerdem muss ich noch euer Amulett in eure Gruft zurückbringen. Behaltet das Amulett. Ihr habt es euch verdient. Und solange ihr es tragt, werden wir immer verbunden sein. Aber ich will das Set doch gar nicht tragen. Ja, wir bekommen aber ein Amulett vom Set Fjords Erbe. Oh, mehr hat sie nicht zu sagen. Okay. Ja. Dann ist hier die nächste Aufgabe. Hilfe. Ich dachte, sie sagt jetzt mehr. Okay, ich wollte jetzt nicht zu viel unterbrechen. Dann ist hier die nächste Aufgabe, die wir dann annehmen können. Ich würde dann allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir die nächste Aufgabe, beziehungsweise worum es geht, dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.